Season 2, Kapitel 25. Zuneigung. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Johann Wolfgang von Goethe. Als sich die beiden wieder lösten, lächelte Sirius Cat liebevoll an und legte eine Hand an ihre Wange. »Verzeihst du mir?« fragte er leise und schaute in ihre strahlenden Augen. Sie grinste und legte ihre Arme um seinen Hals. »Wie könnte ich nicht?« sagte sie und küsste ihn erneut. Cat bedeutete alles für Sirius. Ja, er liebte sie. In ihrer ganzen Gestalt, in ihrem ganzen Wesen. Er liebte sie mit jeder Faser seines Körpers. Ihre blauen Augen, die strahlten und glitzerten, wenn sie sich freute und wenn sie glücklich war, wenn sie über etwas lachte. Die kleinen Grübchen, die immer dann an ihren Mundwinkeln erschienen, wenn sie lachte. Ihre Stimme, die so weich und herzlich ist, aber genauso kalt und fies klingen kann. Ihre langen, schwarzen Haare, die ihr wie ein Umhang über die Schultern fielen und kurz unter ihrer Brust endeten. Er liebte alles an ihr, ihr Lachen, ihre Stimme, ihre Augen, alles mit jedem einzelnen ihrer Fehler. Sie war seine große Liebe. Sie war sein Leben. Und nie wieder wollte er sie gehen lassen. Er blickte in ihre Augen, die ihm entgegenstrahlten, und lächelte. Ein ganz normales Lächeln, das trotzdem so viel Bedeutung hatte. Und das wussten beide. Diese klaren, blauen Augen, die zu ihm hochblickten, sahen ihn mit so uneingeschränkter Liebe an, dass ihm unwillkürlich die Tränen in die Augen schossen. So emotional war er schon lange nicht mehr gewesen. Er grinste. Sirius Black weinte nicht. »So viel Liebe habe ich schon lange nicht mehr gesehen«, drang eine Stimme zu ihnen hervor, und augenblicklich sprangen beide auseinander. Albus Dumbledore trat aus dem Schatten und lächelte die beiden liebevoll an. Man konnte sehen, dass Cat und Sirius sich sofort entspannten. Slytherins hatten ihnen gerade noch gefehlt. »Es freut mich, dass sie es geschafft haben. So viel Zuneigung zueinander wie bei ihnen beiden ist mir bis jetzt nur selten untergekommen. Es freut mich immer wieder, wenn solche jungen Menschen jemanden kennenlernen und wissen, dass sie nicht mehr ohne einander können«, sprach Dumbledore weise und schaute von einem zum anderen. Cats Gesicht hatte eine leichte Rotfärbung angenommen, während Sirius grinste und einen Arm um sie legte. »Mir war von Anfang an klar, dass sie beide füreinander bestimmt sind.« »Wie meinen Sie das, Professor?« fragte Sirius und blickte den alten Mann an. »Schon an ihrem ersten Tag hier herrschte zwischen ihnen beiden eine besondere Stimmung. Meine Vermutung hat sich über die Jahre hin bestätigt. Sie und auch die anderen ihrer Gruppe taten alles füreinander. Sie waren immer füreinander da und hatten nie irgendwelche Vorurteile, sei es in der Abstammung oder andere kleine, pelzige Probleme«, erklärte Dumbledore und spielte dabei auf Remus Krankheit an. »Sie waren immer da, wenn es darauf ankam. Egal was passierte, mir ist es nie untergekommen, dass eure Gruppe nicht zueinander gehalten hat. So viel unerbittliche Freundschaft und grenzenlose Liebe
ist mir bis jetzt nur sehr selten untergekommen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass es noch Leute gibt, die ihrem Herzen folgen und nicht den Anweisungen und Vorstellungen der anderen. Sirius lächelte Cat an und die beiden verschwanden augenblicklich wieder in ihrer eigenen Welt. Dumbledore verschwand leise und unauffällig wieder, mit einem Lächeln auf den Lippen. Er hoffte, dass die Beziehung der Rumtreiber und deren Freunde noch lange halten würde und dass sie stark genug war, dem zu trotzen, was auf sie zukam. Denn eins wusste er, diesen 8 steht ein schweres Schicksal bevor. Im Gemeinschaftsraum warteten bereits ihre Freunde auf sie, die überrascht schienen, die beiden jetzt schon wieder begrüßen zu dürfen. Tagchen, Leute! Sie und Sirius setzten sich zu den anderen auf das Sofa. Sie wurden sofort neugierig beäugt und ebenso schnell hoben sie abwehrend die Hände. Hey, es ist nichts passiert, weshalb ihr uns so angucken solltet, verkündete Sirius und James sah ihn misstrauisch an. Wo wart ihr so lange? Fragte Lily hysterisch. Und James glaubte ein dumpfes Vögeln von seiner besten Freundin zu hören. Er grinste. Ich war auf dem Turm frische Luft schnappen und Sirius ist wohl von euch nach oben geschickt worden. Wir haben mehr oder weniger geredet. Auf jeden Fall haben wir uns dann noch nett mit Dumbledore unterhalten und jetzt sitzen wir hier. Erzählte sie ihren Freunden die Geschichte. Das heißt, ihr habt euch vertragen? Fragte Emily am Ende ihrer Erzählung. Beide lächelten und nickten den anderen zu. James lächelte sie an. Er mochte es nicht, wenn seine beiden Fastgeschwister sich stritten. Vor allem würde das ihrer Beziehung nicht gut tun. Am späten Abend lagen Cat und Sirius zusammen bei Sirius im Bett. Sirius hatte einen Arm um Cat gelegt und diese kuschelte sich an ihn. »Denkst du, Dumbledore wollte uns mit seinen Worten etwas sagen?« fragte Cat leise in die Stille hinein. »Was sollte er uns denn sagen wollen?« fragte Sirius. Cat drehte sich in seinen Armen, sodass sie ihn anschauen konnte. Dass da draußen etwas wartet. Voldemort wird immer stärker. Das kannst selbst du nicht leugnen. Was, wenn es noch schlimmer wird? Prinzessin, hör mal. Ich liebe dich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Egal was passiert, bei mir bist du sicher. Ich würde mein Leben für dich geben. Er las in ihr wie in einem offenen Buch. Die beiden kannten sich zu gut. Cat nickte, zog ihn zu sich heran und küsste ihn. Danke.